Hallöchen, hier ist euer Doc und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge Minecraft und wir machen uns heute wieder dran, unseren Kalender aufzumachen, denn wir haben heute den 24., das heißt Heiligabend ist heute und da gucken wir mal, was wir heute im Kalender erhalten. Und zwar erhalten wir heute eine neue Welt und zwar das Häuschen vom Weihnachtsmann haben wir heute erhalten. Also nicht vergessen einloggen, denn diesmal lohnt es sich auch wieder, denn das ist so, sage ich mal, auch eine eigene Textur, die wir da erhalten. Wir klicken ja mal einfach rauf und gucken uns das Ganze an. Also das Häuschen vom Weihnachtsmann mit eigenen, ja sag ich mal, Texturen, wie Tiere aussehen, wie ja auch Blöcke aussehen. Das ist alles ein bisschen etwas verändert worden für diese Textur. Das können wir leider nicht auf andere Welten übertragen, können nur da bauen. Aber wir gehen gleich auf die Welt rauf und dann siehst du mal, was man da alles so anstellen kann. Denn das finde ich eigentlich eine super Welt und das würde ich auch gleich mal mit euch hier live bewerten. Ich gebe jetzt einfach mal nur gesagte 4 Sterne dafür, weil ich finde einfach nur, es ist halt wirklich auch nur eine Welt zum Angucken. Man kann zwar ein bisschen drauf rumbasteln, aber so an sich, ja, 4 Sterne schon wert. So, und da sind wir schon im Häuschen vom Weihnachtsmann angekommen. Wir gucken uns heute mal dieses Türchen ein bisschen genauer an. Ich zeige euch heute das ganze Haus vom Weihnachtsmann und am Ende der Folge zeige ich euch noch, wie die einigen Texturen hier in dieser Version aussehen, wie auch Mobs sich verändert haben in dieser Welt. Das alles am Ende des Videos, da gucken wir mal ein bisschen genauer rein. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir ein bisschen die Tür durch das Haus und gucken mal, was hier sich so versteckt. Aber noch vorab, es gibt immer hier so Druckplatten mit so einer Geschichte ein bisschen. Ich gehe darauf, ich lese euch das jetzt nicht vor. Wer das immer wissen möchte, muss das Video sich einfach mal anhalten und kann sich das gerne übersetzen lassen. Oder wer Englisch kann, ne, der kann sich das dann immer anhalten und mal durchlesen. So, ich mache das heute nicht und ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. Da kamen wir rein. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal in den Seiten an. Ich würde erstmal hier durchgehen und dann gucken wir mal, was sich hier drin verbirgt. Und hier haben wir ein schönes Esszimmer, würde ich mal sagen. Wo der Weihnachtsmann mit seiner Familie ein bisschen rumspeist. Geschenke sind schon hier. Ein Salz- und Pfefferstreuer. Ach, guck mal, da steht das sogar drauf. Cool. Ist hier schon, aber leider nichts zu essen hier auf dem Tisch. Ich würde sagen, machen wir uns hier gleich wieder von den Socken. Aber hier ist noch eine Druckplatte. Ich gehe mal rauf. Wer möchte, kann sich das Garn immer anhalten. Und dann guck mal, was hier so eine Geschichte erzählt wird. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach wieder in den nächsten Raum. Oh, Tür zu. Und darüber gehen wir. Gucken mal, was uns da erwartet. Hier sieht es schon mir ganz nach einer Küche aus, meine Freunde. Also haben sie hier bestimmt schon das Essen aufbewahrt. Gucken wir mal, was hier so ist. Überall wieder Geschenke. Da ist so ein kleiner Weihnachtsbaum, steht da auch schon. Da sind schon Geschenke unter. Ah, man merkt hier schon richtig, so Heiligabend kommt langsam näher. So, in der Küche gucken wir uns auch mal genauer an. Ich finde die eigentlich ja auch super eigentlich gemacht. Ne? Das sieht ja eigentlich voll cool aus. Der Weihnachtsmann hat sogar eine Mikrowelle. Das hätte ich nicht gedacht, dass der eine Mikrowelle hat. Ich dachte immer, Frau Santa Claus, die backt ihnen immer ein paar leckere Kekse und so. Der Ofen brennt ja schon. Hier haben wir auch ein Waschbecken mit einem Wasserhahn, wo Wasser rauskommt. Sieht auch cool aus. Mit so einer Glasscheibe, ne? Kann man ja auch mal machen. So, einen Kühlschrank haben wir auch hier. Warte mal, wir gucken mal, ob was drin ist. Ne. Der ist komplett leer. Die haben uns nichts reingepackt. Das ist ja eine Frechheit, ne? Naja. Oh, guck mal, hier ist Wasser. Ist hier irgendwas versteckt? Kann man hier irgendwie hoch? Oh. Aha, guck mal. Kann man hier immer raufgehen? Das ist ja cool. Kommt man auch irgendwie runter? Ist hier irgendwie sowas versteckt? Nee, ne? Ah, doch, hier, guck mal. Da muss man dann rauf und dann geht man hier so lang und dann kommt man bis nach oben. Ah, guck mal, man findet hier auch immer ein paar Möglichkeiten. So, okay, das ist die Küche. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal weiter. Hier ist sonst nichts auf Feines. Oh, hier haben wir noch Druckplatten. Soll ich hier einmal anhalten? Okay, so, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und guck mal, was hier sich noch so versteckt. Hallo. So, gehen wir mal weiter jetzt hier in die große Aufenthaltshalle hier oder Raum hier, was es ist. Ah, guck mal, sie erwähnen mich sogar. Oh. So, okay, wollen wir mal gucken. Hier haben wir schon mal einen riesigen Weihnachtsbaum. Der ist auch beschmückt. Geschenke stehen hier, große wie kleine. Dann gucken wir mal immer hier auf die Druckplatten, was hier so ist. Wie gesagt, Video immer anhalten, wenn ihr das ein bisschen verfolgen wollt. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wollen wir zuerst hin? Guck mal, hier ist keine Tür, hier gehen wir zuerst hin. Ja, hier verpacken die Elfen bestimmt ihre Geschenke, machen hier alles fertig. Der Kamin, der ist noch nicht an. Ich glaube, hier ist warm genug drin. Die Elfen, die frieren ja wohl nicht, oder? Die haben so die Arme verschaltet. Na, frierst du? Na, frierst du? Nee. Na denn, mach weiter. Oh, wir wollen die Elfen aber auch nicht stören. Die müssen ja noch viel machen. Ist ja bald Heiligabend, ne? Ich möchte ja auch mal ein Geschenk erhalten. Guck mal, hier können wir auch nochmal rauf. Hier können wir überall rauf.
Warte, hatte ich noch kurz, bis das da oben weg ist. Na, das reicht. Achso, das joint gleich darunter. Das ist ja auch cool. So, dann wollen wir mal weiter gucken. So, nach oben wollen wir noch nicht. Wir gehen erstmal hier drüben rein und gucken mal, was sich da verbirgt. Hier verbirgt sich, das sieht man schon, der Schlitten vom Weihnachtsmann. Und wieder wollen drei Elfen mit uns sprechen. Da gucken wir mal. Hallo. Und hier der natürlich auch. Und der auch. Wir müssen hier irgendwas machen. Hier haben wir den Schlitten. Können wir da einsteigen? Ne. Können wir nicht einsteigen? Schade. Ich würde damit jetzt gerne ein bisschen rumflattern. Aber vielleicht können wir erst heute Abend einsteigen. Ne? Hier ist nochmal ein Elf. Was ist das hier überhaupt? So viele Geheimnisse. Ja gut, jetzt ist jetzt natürlich die Frage, was müssen wir hier machen? Gift. Wir müssen Gift reinstecken. Wie kriegen wir denn Gift? Müssen wir hier irgendwo raufdrücken? Was ist denn das hier alles? Ach guck mal, ob wir artig waren. So, ich habe uns mal einen Trank der Vergiftung geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob das sein soll, aber gucken mal. Passiert hier was? Passiert hier was? Hallo? 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 Giftometer. Da müssen wir mehr reinmachen. Machen wir einfach mal. Ansonsten, wer es vielleicht rausgefunden hat, der kann es mir ja mal sagen. Na? Wer weiß, was hier mal machen muss. Na gut, wir gehen mal weiter und gucken mal, was hier noch auf uns lauert. Also irgendwie kann man da seine Bravheit bestimmen. Ich glaube, ich war brav. Würde ich mal sagen. So, dann gehen wir mal hier nach oben die Leiter hoch. Zack, und dann sind wir oben und gucken mal, was hier oben auf uns lauert. Noch viele Bücher. Da stehen wir bestimmt alle drin, ob wir artig waren oder nicht. Ein riesiger Wendler. Dann gucken wir uns mal oben die Spitze an, die wir hier gemacht haben. Ja, schicke der. Ist hier oben noch was versteckt? Ne. Okay, so, dann wollen wir mal gucken, was hier jetzt noch ist. Und hier haben wir das Büro vom Weihnachtsmann, wie sich das aussieht, meine Freunde. Das Büro vom Weihnachtsmann. Sehen wir hier was irgendwas? Ne. Mal hier wieder in 11 Minuten sprechen. Hallo. Boah, guckt euch auch mal diese riesigen Bücherregale an. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Hier macht der Weihnachtsmann seine ganzen Geschenke auch noch fertig. Er scheint wohl irgendwie gerade im Bad zu sein. Ist das hier bestimmt das Bad? Ist das in der Klaus drin? Macht er sich gerade frisch? Ja, guck mal, was haben wir hier noch? Hier haben wir ein... Ha! Hier kriegen wir Cookies. Das war mir irgendwie typisch, ne? Dass der Weihnachtsmann in seinem Büro so einen Cookiespender hat, ne? Das muss er sein. Dann hat er hier noch einen riesigen Rüstungsständer mit seinen Sachen. Aber weißt du was? Ich glaube, ich beklau heute mal den Weihnachtsmann. Kriegen wir hier irgendwie alles? Ich gucke hier gerade. Aha. So, dann lösche ich mir das Ganze mal hier im Inventar. Und da haben wir so einen riesigen Rüstungsständer. So, warte mal, kann man den auch zum Tanzen bringen? Tatsache. Ist ja cool. So, dann bin ich heute wieder Weihnachtsmann, Freunde. Gucken wir mal, was wir hier nochmal so machen können. Ja. Guck mal, hier haben wir einen Knopf. Was macht der Knopf? Ach, der zieht den wieder an. Ja, ist das fetzig. Der zieht den einfach wieder an. So sieht das wohl cool aus. Da würde sich der Weihnachtsmann freuen, wenn er es wieder sieht. Aber wir gehen mal weiter. Nicht, dass der sieht, dass wir seine Sachen anhaben. Bloß weg hier. So, dann sind wir hier oben auch durch und guck mal, was unten auf uns lauert. Und zwar, ich habe schon gesehen, aber wollte ich nicht gleich reinrennen. Und zwar, du siehst hier noch so ein kleines Mäuseloch. Bestimmt ist das für die Elfen da. Wir haben ja so die Größe von so einer Maus. Gehen wir mal hier erstmal hin. Hallo, Freunde. Oh, guck mal, hier. Der will wieder reden mit uns. Hi. Willst du mir das geben, das Geschenk? Das nehme ich gleich mal mit. Also, ich bin ja eh gleich wieder auf dem Weg nach Hause. So, gucken wir mal noch. Ah, hier wollen alle mit uns immer reden. Das ist ja der Wahnsinn. Guck mal, hier basteln sie auch wieder an ein Geschenk. So, das ist nur ein Tisch. Und das ist auch ein Geschenk geworden, Sebastian. Und ihr zwei guckt noch Fernsehen. Läuft irgendwas Schönes? Na, läuft irgendwas Schönes? Nee? Naja. Aber dass sie immer alle mit uns reden wollen, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Jeder hat auch einen Namen gekriegt. Gucken wir mal hier. Ne, steht sonst nichts. Macht die Tür irgendwas? Ne.
Okay, also hier schlafen die Elfen. Wir wollen die jetzt auch nicht stören. Die haben ja noch ein bisschen Feierabend, kann man sagen, bevor es richtig losgeht. Nehmen wir mal hier weiter. So, und hier kommen wir in den Rentierstall. Und hier wollen wieder so viele mit uns reden. Hallo. So, darf ich mir jetzt ein Rentier aussuchen und hier rumfliegen? Riesige Heuballen. Hier ist das Tor, da kommt man dann raus. Und hier sind die ganzen Rentiere. Wir haben Blitzen, Donner, Cupid und Comet und Dasher und Dancer und Prancer und Vixen. Und Rudolf ist auch mit dabei. Juhu. Mensch, die Rentiere sehen ja hammermäßig aus, ne? So riesig und groß. Wir gucken mal am Ende der Folge jetzt gleich, wie die Tiere auch wirklich aussehen, weil das wurde ja alles so mit auch Commands und so ein bisschen gemacht, dass die Tiere so riesig sind, wie auch oben der Rüstungsständer. Muss ich nochmal rausfinden, irgendwann mal, wie das Ganze funktioniert mit Commands. Vielleicht kann ich euch da auch einen kleinen Einblick geben, wie man so ein bisschen das machen kann. So, aber wir gucken mal hier. Guck mal, oh, ich sag mal, der Elf reitet auf dem Rentier. Guck mal, wen wollen wir denn reiten? Wir gucken mal, wen wir kriegen. Hier haben wir Cupid, Dancer. Bin ich hier schon raufgegangen? Nee, ne? Guck mal, was die mal uns auch sagen wollen. Da gehe ich einfach mal hier überall rauf. Müsst ihr euch mal anhalten, wenn ihr es wollt. So, ich nehme mir einfach mal Dancer, weil Dancer danced bestimmt ab. Ah, hier sitzt schon einer drauf. Boah, wen haben wir hier? Dasher, komm Dasher. Wir ziehen los. Wenn ich den Sattel irgendwie erwischen sollte. Ne? Warte mal, ich gehe mal hier rüber. Vielleicht geht's ja bei dem. Ha, bei hier geht's. So, ich würde mal sagen, ich bin bereit. Komm. Huh, wie das aussieht. Außenansicht? Egoansicht, sitze ich mitten im Bauch. Okay. Lassen wir das Ganze. Vielleicht bin ich noch zu klein dafür, um den zu reiten. Muss mir der Weihnachtsmann noch zeigen. Mal gucken, ob ich ihn überhaupt noch sehe. So, aber ansonsten, glaube ich, sind wir hier durch mit dem Ganzen. Dann können wir nach oben nochmal gucken, was wir haben. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich draußen vorm Haus. Mal gucken wir mal, was hier alles so sich verändert hat von der normalen Textur. Und wie groß in Wahrheit die Rentiere wirklich sind. Bin ich mal sehr gespannt. Also, wir sehen uns draußen. So, und da sind wir draußen vorm Weihnachtsmannhaus. Sieht natürlich von außen nicht so spektakulär aus wie wir drin waren. Ich fliege hier einmal kurz rum. Ihr seht, es ist nichts anderes auf dieser Welt gebaut. Es ist wirklich nur das. Ich bin auch noch kurz rumgeflattert. Und da hinten ist was. Warte, Freunde, ich schneide das mal. So, ich bin hier hinten angekommen und auf einmal ist hier einfach nur ein einziger Steinblock. Ist das ein Command-Block? Ne, machen wir mal weg. So, ich fliege wieder zurück. So, jedenfalls ist das Häuschen vom Weihnachtsmann. Sieht natürlich von außen nicht so spektakulär aus, aber die Blöcke sind sehr spektakulär. Aber von innen drin haben sie schön gemacht. Von außen, ich sage halt immer, wenn Leute auch so bauen, dass man es nur von innen sieht und nicht von außen, da muss man sich von außen ja sowieso keine Mühe geben. Aber sieht trotzdem cool aus. Hier so eine Kugelform. Hier auch alles ein bisschen rund. Und wir gucken mal, wo wir jetzt hinfliegen, um uns alles anzugucken. Hier oben, ach, haben sie nicht ganz glatt gemacht. Dann fliegen wir da unten hin. Und da sieht man auch gleich Command-Blöcke. So, hier ist eine Druckplatte. Ach nee, ist nicht. Nee. Okay, hier haben wir noch ganz viele Commands. Man kann ja mal gucken, was da so alles ist. Ich habe keine Ahnung, wofür diese Effekte sind. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich werde jetzt auch erstmal nichts kaputt machen. Stummmeter. Ach, guck mal, das ist hier für diese Anzeigentafel. Ob das gut ist oder nicht. Fill irgendwas auf. Setz den Block. Spielen Sound. Da müsste man nur rausfinden, was man da eigentlich reinpacken müsste. Aber sehr interessant, dass sie auch hier viele Commands halt verwendet haben, ne? Naja, vielleicht kann man sich auch mit eigenen Commands auch die Tiere und so verändern. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht das, vielleicht nicht. Man muss mal gucken. So, aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was hier für Blöcke gibt, die wir so in der normalen Version ja nicht haben. Und gucken wir einfach mal. Wartet mal. So, da habe ich mal ein bisschen geguckt, was für alles hier so ein bisschen verändert wurde in der Welt. Und da gucken wir einfach mal hier kurz rein. Wir fangen erstmal an, würde ich mal sagen, mit den Items. Und zwar ganz einfach gesagt haben wir ein Holzschwert, was eine Zuckerstange ist. Und ja, ganz schön fetzig, ne? Haben wir auch eine Zuckerstange bekommen. So, dann haben wir noch ein Stück Brot. Das ist ein Lebkuchenmännchen. Wurde innen drin jetzt nicht so präsentiert, aber das habe ich noch gefunden. Das ist hier noch ein Lebkuchenmännchen. Dann haben wir, ein Eimer Milch. Das ist hier, sage ich mal, ein Kakao, kann man sagen. Mit einem kleinen Marshmallow drin, würde ich sagen. Denn noch ein normaler Eimer ist einfach nur eine Tasse. Dann haben wir noch einen Blumentopf bekommen, der ein Geschenk ist. Aber wenn man ihn platziert, ist es kein Geschenk mehr. Ich weiß jetzt diesen Sinn nicht. Aber sieht jedenfalls so aus wie ein Geschenk. Das sind jedenfalls alle Items, die hier in diesem Spiel geändert worden sind. Sind gerade nicht viele. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den ganzen Blöcken. Und zwar finde ich den ersten Block ziemlich cool. Und zwar ist es eine Seelaterne, die natürlich so ein bisschen schneit. Und damit haben sie, sag ich mal, die ganzen Fenster dekoriert, damit das halt aussieht von innen.
ob es draußen schneit, ne? Also brauchst du keine Kulisse bauen. Das ist doch ein echt cooler Block, weil eigentlich müsste man eine komplette Kulisse ein bisschen bauen und das dann da schneit. Und, naja, man muss sich damit im Ruhe ein bisschen beschäftigen können. Und hier haben sie einfach einen kompletten Block gemacht, dass du den einfach nur noch vor den Fenster machen musst und dann schneit das Ganze. Wirklich jetzt hier, glaube ich, der beste Block, den sie hier eingeführt haben. Kommen wir zum nächsten Block. Das ist eine Schalker-Kiste. Können wir mal betätigen. Ne? Ihr seht, die haben sie vom Material geändert. Das ist eine normale Schalker-Kiste. Ich habe jetzt hier einfach mal eine rote Schalker-Kiste genommen. Und das ist die, die sie uns reingemacht haben. Ja, eigentlich ein kompletter Block von allen Seiten glatt. Hat keine richtigen Kanten oder so. Und dann machst du ihn auf und ja, halt mal so eine andere Version von so einem Schalker-Block. Okay, so. Kommen wir hier zum nächsten Block. Das hier, meine Freunde, ist jeweils immer ein anderer ja, trockener Beton. Das heißt, der ist hier mit Schwerkraft besetzt. Und das ist ein riesiges Bücherregal, haben sie hier gemacht, um riesige Bücherregale zu bauen. Das heißt, wenn man sich dann, sag ich mal, die hier in einer bestimmten Reihenfolge halt immer wieder hinsetzt, dann erhältst du hier am Ende ein riesiges Bücherregal. Das kann man sich natürlich selber machen, wie man will. Finde ich ein tolles Feature. Hätten sie viel mehr hier machen müssen eigentlich. Aber sind die einzigen Blöcke, die man, sag ich mal, jetzt so platziert, dass es ein bisschen größer ist als ein normaler. Warte mal, wir machen mal zum Vergleich ein normales Bücherregal. Wo haben wir das? Hier haben wir das. Gucken wir einfach mal. Kurz. Zack. Ja, also der Vergleich ist schon riesig. Wenn man sich das mal anguckt, wie groß hier die Bücher sind und da. Schon Wahnsinn. So, als nächstes kommen Salz- und Pfefferstreuer. Das sind Köpfe, meine Freunde. Das heißt einmal ein Skelettkopf und ein Viver-Skelettkopf. Das können wir uns natürlich dann auch aufsetzen. Ich nehme mal kurz meine Weihnachtsmütze ab und setze mir mal Salz auf den Kopf und ja, könnt ihr als Salz oder als Pfefferstreuer auf dieser Welt herumlaufen und ja, ist doch mal cool und sowas bitte mehr solche Texturpakete, dass wir so, sag ich mal, die Köpfe verändern können, das finde ich irgendwie auch immer cool und jetzt haben wir mal einfach Salz und Pfefferstreuer. Die anderen Köpfe wurden nicht geändert von der Textur, halt nur diese zwei. So, dann habe ich euch noch einen Rüstungsständer gezeigt, ja, um einfach noch zu zeigen, ja, das ist jetzt nicht, wenn ich einen platziere, auch, dass dann halt der so riesig wird. Einfach nur so normal. So, ansonsten müsste man sich ja auch ein bisschen einfuchsen mit den Commands. Vielleicht ist der eine oder andere Command dabei, mit dem du dir hier alles ändern kannst. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Müssen wir mal ausprobieren oder mal ein paar kaputt machen, um zu gucken, was hier sowas ist. Hier unter ist nichts, oder? Ist unter was? Nein. Hier ist nichts. So, dann ich gucke nochmal hier kurz mir die Commands an. Wer möchte, kann ja immer dann das Video anhalten, die das Ganze hier angucken, wie das aussieht. Ich glaube, das hier sind immer die Sprüche und so. Ich weiß es nicht. Naja, kann man immer mal reingucken hier. Z-Block irgendwas ist hier denn. Naja, gut. So, das Ganze ist dann jetzt hier auch wieder vorbei mit dem Video. Wir können ja nochmal kurz hier runter gucken. Ach, guck mal, hier unten sind auch überall Commands. Das ist bestimmt für die ganzen Eisendruckplatten. Hier steht bestimmt der ganze Text. Ja, hier ist Say und dann erzählt er dir was. Ja, da sieht man mal, wie das alles hier so aufgebaut ist. Ich finde von innen drin sehr schön gemacht und jetzt ist ja bald Heiligabend. Und da passt die Welt eigentlich super. So, wir bauen uns hier mal kurz wieder rein. Ach, Tiere wollten wir noch machen. Jetzt sehe ich das erst. Also nochmal raus. Ich wollte es jetzt nicht innen drin machen. Tiere wollen wir noch machen. Tiere. Dann habe ich jetzt gar nicht gedacht. Denn Tiere haben sich ja auch geändert. Gut, dass ich nochmal reingeflogen bin und mir das angucken wollte. So, wir haben echt viele Tiere und von daher würde ich sagen, ja, schnibbeln wir das so zusammen. Wir gucken einfach mal noch schnell, was hier was ist. Wir fangen an mit einem Huhn. Ist normal. Denn eine Kuh ist auch normal. Ein Schwein ist auch noch normal. Ein Schaf ist normal. Ein Wolf ist ein bisschen größer. Okay. Hallo? Ein schöner großer Wolf. Dann haben wir noch Eisbären sind normal. Ozelots sind normal. Eine Kuh ist normal. Eine Fledermaus ist normal. So, hier kommt noch das nächste. Der Wolf ist hier schon auf Jagd. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was hier das nächste passiert. Also, ein Papagei ist normal, ein Kaninchen ist normal, ein Lama sind Geschenke, Freunde. Also, Lamas sind Geschenke. Die gehen auch nicht, die bleiben immer auf der Stelle stehen. Also, kannst du ja auch hin und her schubsen, aber die bewegen sich nicht. Dann haben wir Pferde. Pferde sind Rentiere und sind riesig. Groß, jetzt haben wir hier einen Rudolf bekommen. Können wir mal gucken, was ist ein Esel? Esel ist normal und ein Maultier ist auch normal. Also, es ist nur Pferd. Warte, jetzt haben wir ein Rentier gekriegt. Können wir immer ein Rentier? Nee. Also liegt das dann irgendwie an der Farbe der Rentiere, oder also an der Pferde, wie die denn, sage ich mal, sind. Die sind wirklich so groß. Das ist also Wahnsinn. Okay, Esel hatten wir, Maultier hatten wir auch so. Skelettpferd ist normal, ein Zombiepferd ist normal und ein Creeper ist natürlich auch normal. So, gucken wir mal, was das nächste ist. Also ein Enderman ist normal, ein Silberfisch ist auch normal oder hat, oder ist das immer schon gewesen, dass er so blaue Punkte drauf hat? Naja.
So, ein Skelettpferd, jetzt haben wir das mal rausgefunden. Ein Skelettpferd ist ein Schlitten. Darum kommen wir auch nicht drauf reiten, weil Skelettpferde kannst du ja nicht reiten. Oder doch, man kann, glaube ich, einen Sattel drauf machen, aber kannst du nicht so lenken oder so. Okay, so, dann wollen wir mal weiter gucken. Also, jetzt haben wir ein Wibber-Skelett und ist das hier vom Bats Hunter, der Schlitten? Das sieht ja auch interessant aus. So, dann haben wir noch einen Streuner. Ein Streuner, genau das gleiche wie das Wibber-Skelett, nur halt, es verbrennt. Okay, dann kommen wir noch an Schleim. Ein Schleim ist eine... Das ist ja eine, wie nennt man das? Schneekugel, ne? Ja, ich glaube, eine Schneekugel heißt das. Fetzig. Das kann man sich ja echt hinstellen, ne? Das kannst du ja echt als Deko nehmen, denn... So, dann haben wir eine Spinne, ist normal. Ein Zombie ist auch normal. Der hat sogar eine Schaufel in der Hand. Dann haben wir noch einen Zombie-Pigman, der ist auch normal. So, weiter geht's hier mit Wüstenzombie. Die sind normal, gefolgt von Tintenfischen. Die sind sehr klein. Nee, ist das ein Baby? Gibt's jetzt Baby-Tintenfische? Es gibt Baby-Tintenfische. Was ist das denn? Das ist ja mal... Wann gibt's denn Baby-Tintenfische? Ist mir gar nicht bewusst. So, Höhlenspinnen. Sind auch so klein, ja. So, dann haben wir noch eine Hexe und die wurde die Augen verbunden. Ach nee, die sind da unten. Was ist denn das für eine Hexe? Hat die ein Stirnband bekommen? Was ist das bitte? Hä? Warum hat die denn so... Egal. Okay. Gehen wir zum Wächter, der ist normal. Der große Wächter ist auch normal. Der Endermilbe ist auch normal. Der Magmawürfel ist normal. Und der Gast ist... Oh, da hätte ich mir jetzt was Cooles vorgestellt. Vielleicht so eine riesige Weihnachtskugel oder so, die so rumfliegt, ne? So, jetzt kommen wir langsam am Ende von den ganzen Tieren. Wir fangen jetzt an mit einer Lore, die ist normal. Ein Schalker? Nein, ein Schalker ist ein Pfeil. Jetzt, echt jetzt. Oh, warte mal. Wenn wir den jetzt hier an der Wand platzieren... Ah ne, Silatern geht vielleicht nicht. Oh, das ist ja cool. Das ist, warum habe ich das innen drin gar nicht gesehen? Ein Schalker ist ein Pfeil und da, wo er ranklebt, da zeigt der Pfeil hin. Also wenn ich hier am Boden ranklebe, dann zeigt er natürlich nach unten. Boah, das ist jetzt cool. Okay, das ist jetzt wirklich cool mit Pfeilen. Okay, gucken wir mal weiter an Diener. Was macht ein Diener? Ein Diener ist normal. Also ein Magier ist so ein bisschen wie die Hexe aufgebaut. Was hat er da auf dem Kopf? Sind das Haare? Hat er da Haare oben drauf? Uiuiuiui. Hallo. Okay, gucken wir mal weiter. Also ein Plagegeist ist normal. Okay, das hätte jetzt so ein Christkind sein können oder so, ne? Also Dorfbewohner. Dorfbewohner sind unsere Elfen. Die sehen alle gleich aus. Es gibt ja verschiedene. Es greift der Diener an. Okay, wir spawnen mal welche. Aber die sind alle gleich von der Textur. Also da haben sie nichts geändert. So, ein Zombie-Dorfbewohner ist auch normal. Okay. So, das waren dann eigentlich alle. Wir können ja noch einen Drachen-Eis bauen, aber da ist, glaube ich, nichts. Ne. So, und das ist dann eigentlich alles, was hier bei dieser Version neu ist. Also ich muss wirklich sagen, von den Mobs ist manches richtig cool gemacht. Besonders jetzt hier die Schalker sind cool und die Schleimblöcke sind super gemacht worden. Hier so eine Schneekugel. Ich weiß gar nicht, was ist denn da drin? Können wir mal ein bisschen näher angucken. Nein, da ist ein Magmaschleim drin. Oder so. Nee, da ist ein Geschenk drin. Ich sehe euch das Ganze einfach mal an jetzt hier, wenn ich das schnibbel. Dann könnt ihr euch das mal ein bisschen genauer angucken, was das so ist. Das sieht aus wie ein Geschenk, würde ich sagen. Könnt ihr mal eure Vermutung reinmachen, was da in dieser Schneekugel drin ist. So, aber ansonsten war es das Ganze hier. Ich würde sagen, wir fliegen noch kurz rein, um die Abmoderation zu machen. Ich habe ein Pfefferstreuer auf dem Kopf und ja, fetzig. So, ja, hier innen drin habe ich eigentlich nichts gesehen. Hier oben, hier, das sind die Schalker-Boxen. Nee, doch nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass die Schalker sind zum Dekorieren. Naja, so, aber ansonsten war es das Ganze hier. Ich mache jetzt die Folge langsam zu Ende. Ich setze den Kopf mal ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zur nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, Freunde. Genießt noch den Feiertag mit eurer Familie oder so. Es kommen dann noch zwei weitere. Da kommt bestimmt auch noch Verwandtschaft. Bei mir kommt auch ein bisschen Trubel. Und ich würde sagen, ja, dann war es das Ganze hier für heute. Nicht vergessen, heute kommt noch das Weihnachtsspecial. Gleich nach dieser Folge wird das hochgeladen. Also sei bereit und guck dir das vielleicht auch noch an. So, aber ansonsten war es das Ganze hier. Ich mache jetzt die Folge zu Ende. Ich stelle mich jetzt hier auf das Lametta-Gelande oder keine Ahnung, was es ist. Und gucke mir jetzt hier so ein bisschen die Weihnachtsbaum an. Dann sehen wir uns einfach zur nächsten Folge wieder. Und dann haut's rein. Und tschüss.